für die Führung. Stopp! Oh, meine lieben Weihnachtsfreunde, willkommen in Tag Nummer 15 und heute ein Tag, auf den ich mich wirklich besonders freue. Ist nicht so, dass ich den Adventskalender schon vorher durchgeplant habe, sondern ich mache mir immer 5 Tage vorher die Gedanken, was ich aufnehme. Aber auf diese Reaktion freue ich mich besonders, denn ich weiß, dass das Video ziemlich lit war und ich viel gelacht habe damals, als ich das geschnitten habe bzw. auch aufgenommen habe. Ne? Denn es gibt heute eine Elektroschocker-Fußball-Challenge. Ich glaube, das müsste so einer der neuesten gewesen sein, die wir gemacht haben. Haben wir danach nochmal Elektroschocker gemacht? Ich weiß es nicht. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin blöd, ihr seid wahrscheinlich schlauer. Und heute gibt es natürlich auch eine Verlosung, aber ich habe hier gar nichts auf meinem Tisch. Denn heute gibt es Kamera! Okay. Heute gibt es mal wieder 25 Euro PSN-Guthaben zu gewinnen. Dafür einfach nur abonnieren und mit Instagram kommentieren. 24 Videos, 24 Verlosungen. Wir sind in Tag Nummer 15, das heißt, es folgen noch 9. Checkt die anderen 9 ab, checkt die alten 14 auch ab und nehmt an jeder Verlosung teil. Dann werdet ihr inshallah auch was gewinnen. Und jetzt starten wir rein in das Video, meine lieben Freunde. Ich bin wieder hier, die Bratelle, bleibt eure Kartoffeln für euch. So sieht's aus. Ich bin Lukas. Ich bin's nicht, ich bin Lukas. Ja, und du bist? Ja, Cola Zero um halb 1 in der Nacht. Super. Zu dritt auf dem Platz, weil ihr wisst Bescheid. Wir haben verschiedene Trikots an hier, Deutschland-Trikot, das originale. Ich trinke immer so eine Cola Zero meistens am Tag. Die stabilste Mannschaft. Warum sage ich das eigentlich? Ich weiß es nicht. Und sonst trinke ich fast nur Wasser und ein bisschen Milch. Milch, ich bin nämlich ein kleines Baby. Okay, aber jetzt wollen wir uns konzentrieren auf die Reaktion. Die Elektroschocker dabei, Freunde. Da muss jemand los. Ihr kennt, ich habe gerade so einen fahren lassen, es stinkt anders hier. Ey. Wenn der Furz sich selber hittet, dann weißt du, dass er krank ist. Aber ihr feiert die Elektroschocker-Challenges, deswegen bringen sie vor euch. Lasst ein Like da für mehr Schockereien. Das kannst du dann zeigen. Okay, geht wieder. Eigentlich ist das ja für Hunde gedacht zur Erziehung. Das ist ja absolut pervers. Weil die Hunde können sich das nicht aussuchen, ob die das machen wollen. Wir wollen es auch nicht machen, aber wir haben es wenigstens freiwillig entschieden. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Aber ich bin da eh ein bisschen anders eingestellt. Ne? Leute, lasst mal bitte ein Like da und schreibt es in die Kommentare, ob ihr auch mal ein paar Real Talks von mir hier auf dem Kanal sehen wollt. Ich habe da auf jeden Fall einige Themen, über die man mal sprechen könnte, sollte, wie auch immer. Jetzt, was überhaupt nichts mit den Challenges zu tun hat. Deswegen schreibt es mal gerne in die Kommentare zu eurem Insta. Und wenn Real Talks, über welche Themen euch interessieren. Es ist aber noch warm. Ja, ja, aber passiert doch nichts, Bruder. Hast du den jetzt an? Die Leute haben es doch gar nicht gesehen. Hast du den jetzt an? Ich weiß genau, dass ich... War nur Vibration, ja. Sonst hätte er richtig gestiegen. Es gibt 2 Stufen, Vibration und Schock. Das war ein Schock. Und immer wenn solche Soundeffekte kommen, dann haben wir auch geschockt, Leute. Lil Fidschi mit der Nummer 69. Ey, aber der erste war ganz gut, ey. Ich hab extra den Schock abgewartet, damit ich danach schießen kann. Das Ding ist, der Schocker ist schon eklig, ne? Also, ja, so, dieser jetzt Moment. Mein erster Schuss, ihr müsst vorstellen, es tut schon weh, wenn man es nur anhat. Das wollte ich gerade auch sagen. Da sind nämlich so Metallstäbe dran, die sind locker so 1/2 Zentimeter lang, also ungefähr wie, ihr wisst schon. Und die bohren sich halt richtig ins Fleisch rein, weil man muss das eng anziehen, sonst rutscht das halt runter, ne? Ah, da schaltet der Kopf schon ab. Vielleicht soll ich mich mal auf die Challenge konzentrieren. Boah, einfach reingesweatet auf links unten. Der Eklige. Ehre, dafür hat er noch einen kassiert. Weiß doch jeder, dass ich links unten schieße, Mann. Bro, ich hätte den Ball von da hinten noch halten können. Das war Instinkt von meinem Bein einfach. Ich hätte loslaufen können. Ich hab nicht nachgedacht, aber mein Bein wollte, dass er da hingeht. Oh mein Gott, das ist selber noch close. Den hätte ich auch noch fast durchgelassen, Alter. Freunde, schreibt in die Kommentare, werde ich es noch schaffen, werde ich es noch treffen. Jetzt kann ich es dem Holz hier zurückgeben, Freunde. Aber Holz leitet halt nicht so gut. Nope. Deswegen kann ich einigermaßen normal schießen, aber ich bin halt schlecht, deswegen treffe ich trotzdem nicht. Okay, Holz scheint doch zu leiden. Schon wieder an der Weg wieder links unten reingesprungen, Alter. Lokos Fuß halt echt auf links unten eingestellt, ne? Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Und ich dachte hier wirklich, ich hau hier das Tor, das Traumtor nach dem Traumtor raus. Mein Holz leitet doch nicht. Seit wann leitet? Junge, der klaut mir meine Sprüche, das hab ich doch gerade gesagt, Alter.
Boah, links unten, ja. Muss man auch mal machen. Loco, ist hey, warum wieder links unten? Nee, diesmal nicht. Oh, der sah close aus. Freunde, jetzt mein nächster Versuch. Hi. Sheesh, Bruder. Das war loco. Freunde, das ja, das war loco. Wahrscheinlich. Weil wir können das nicht an euch austesten. Nachher verklagen uns eure Eltern. Was habe ich da schon gesagt? Einfach stehen geblieben. Geschossen. Trotzdem nicht getroffen. Sheesh. Leute, das ist der Beat für den Mettbrötchen-Song. Oh, 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 Mettbrötchen-Gang. Junge, lasst ein Like da für Mettbrötchen. Hey, komm, egal. Dieses Like dafür mag ich nicht. Aber Mettbrötchen sind geil, Alter. Durchgang, Leute, für die Führung, klatscht mit mir. Okay. Oh. Das war's mit der Führung. Ich hab sogar extra mitgeklatscht zu Hause, ey. Letzter Schuss in der Challenge. Ich will unbedingt treffen, Freunde. Ich weiß nicht, ob das Trikot verflucht ist oder ob es daran liegt, dass ich geschockt werde. Oh, er hat den Loco noch fast einen Spagat gemacht, du. Okay, das habe ich mir anders vorgestellt mit dem Traumtor, aber kurz angetäuscht. Gönnt euch. Oh, die Dinger bohren. Ja, das meine ich, das bohrt sich so anders in das Fleisch. Alter, ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Sieht schon aus wie so Brandys. Also, okay, das kennen vielleicht die meisten Leute nicht. Also ich verprüfe. Wer einen Brandy kennt, der weiß auch, was Spaß, ich meine. Aber ich tiere auch nicht, aber ich finde es irgendwie cool. Okay. Ja, jetzt habe ich wieder verpasst, was ich gesagt habe, ey. Ich schau mir jedes Mal meine Kniescheibe. Letzter Schuss, Leute. Der Holz hat mich gerade richtig dreckig zweimal geschockt. Deswegen haue ich ihm jetzt komplett den Ball ins Tor. Ne, wir solche Ansagen hören, ne, da war auch in der letzten Stunde eine Reaction dabei. Ich glaube, das war der geilste Versuch von Luke, ich bin ehrlich, Alter. Schreibt doch jetzt mal Er ist einfach komplett zusammengeklappt. Für den nächsten Teil von Elektroschocker Fußball Challenges. Ich leck da gleich dran, wenn ich gewinne, Alter. Runde Nummer 2, Challenge Nummer 2, Pässe von der Grundlinie. Aus dem Krankenhaus zurückgekommen. Ah, ja, ja, jetzt den Ball annehmen. Warum trage ich eigentlich eine Silberkette beim Fußballspiel? Was ist denn los mit mir? Nee, ich schieße viele Tore. Okay, das war eine Ansage von mir. Das Ding ist, man darf nur einmal schocken. Und zwei, die haben das gut abgewartet mit dieser Annahme. Nicht Spaß, man kann überhaupt nicht kontrollieren, wo der Ball hingeht. Man haut einfach drauf. Freunde, zweite Challenge, erster Schuss für den Holzi. So, jetzt werde ich besser spielen. Aha. Junge, wenn man mich sieht, da denkt man so, wurde ich überhaupt geschockt? Der Druck ist jetzt schon mal da bei dir. Boah, schöner Schuss von Loco. Der war stabil, der war stabil. Chapeau. Der war schlau geschockt von mir, ne? Genau richtig im Moment. Ball annehmen, mit rechts. Da kam er. Im Moment hat der geschockt und mein Bein ist einfach woanders hingeschwungen. Jetzt für die Führung. Ah! Holz, die Arschloch. Der kam richtig aus dem Herzen, mein Loco. Vor allem das Ding ist, so, du kannst dich halt so ein bisschen. Ich weiß, ihr habt wahrscheinlich so ein Gefühl nie gehabt mit den Elektroschockern, höchstwahrscheinlich. Es sei denn, ihr seid pervers und habt was zu Hause. Aber das Ding ist. So, wenn du weißt, dass du geschockt wirst, dann kannst du dich ein bisschen darauf vorbereiten. So, dann fühlst du den Schmerz nicht ganz so krass. Aber wenn das so plötzlich kommt und du weißt halt nicht, dass es kommt, dann tut es doppelt so weh. Mein Gott, war der schlecht geschossen, Alter. So, Leute, unentschieden vom Unentschieden des Unentschiedens. Jetzt kann ich aber nochmal nachziehen und ja, das wird die Führung, Leute. Ob das die Führung wird? Ja, nee. Boah, das war schlau von zwei. Direkt geschossen, ne? Einfach mal System. Ja, so war schlau von dem Kerl. Ohne Annahme. Aber wenigstens konnte ich dann schießen. Boah, der kommt schön. Der kommt schön.
Tschüss. Holz, die Baumwolle gefällt. Und wünscht mir keinen Schock, danke. Okay. Der geht noch. Nein. Boah, jetzt sogar mit Huhn. Was macht der für Faxen, Freunde? 3 Tore im Elektrodurchgang. Alter, Maschallah, Maschine. Junge, einfach weil ich ein Scheiß-Tor bin. Freunde, ich kann schon nicht mehr gewinnen. Jetzt mein letzter Schuss. Ihr habt eben meinen Durchgang gesehen. Der war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Schmerz war einfach zu hart. Ich bin einfach hingefallen wie so ein gefällter Baum. So. Ich bin Junge, das kann doch nicht sein. Deswegen ich habe mir die Challenge nicht vorher angeguckt. Aber ich sage immer genau das, was ich danach wirklich sage. Also in der Challenge. Es ist fast so, als ob der Typ da mit mir verwandt wäre, ey. Super, der Sieger der Zeit-Challenge ist da. Ich hab doch gesagt, ich bin der Elektromaster. Hashtag Elektronikmaster. Okay, das war's an der Stelle, Leute. Das Auto müssen wir uns jetzt nicht reinziehen. Wenn ihr das Auto unbedingt noch sehen wollt von der Challenge, dann könnt ihr euch die richtige Challenge einfach auf dem Hauptkanal anschauen. Die ist natürlich alles noch online. Wir sehen uns dann morgen wieder um 15 Uhr mit einer neuen Reaktion und einer neuen Verlosung. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von so Real Talks haltet. Ich bin jetzt eigentlich relativ spontan drauf gekommen, aber wäre auf jeden Fall ganz lustig, mal über so das ein oder andere Thema zu reden. Wenn ihr das möchtet oder da Bock drauf habt, schreibt gerne Themen direkt mit eurem Insta-Namen in die Kommentare. Dann lese ich mir das auf jeden Fall durch. Und ja, Habubs, haut auf jeden Fall rein. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische und ciao.